Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Schlacht bei Chancellorsville, Tag 2, 2. Mai. Unser entschlossener Angriff hat Hooker kalt erwischt. Hooker hat die Nerven verloren und scheint sich vor unserer Armee zu fürchten. Vermutlich hält er sich für zahlenmäßig unterlegen und ist deswegen an allen Fronten zur Verteidigung übergegangen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass er nicht angreifen, sondern darauf warten wird, dass wir die Initiative ergreifen. Unsere Späher haben herausgefunden, dass ihre rechte Flanke in der Luft hängt und nur durch Howards 11. Korps verteidigt wird. Eines ihrer Korps wird einen langen Marsch um ihre rechte Flanke unternehmen. Diese Taktik ist äußerst riskant. Ja. Da man unser Zentrum nur noch schwach verteidigt wird. Wenn Hooker jedoch passiv bleibt, sollte unser Korps am Abend in Position sein und den ahnungslosen Yankees einen schweren Schlag versetzen können. Okay, na dann bin ich ja mal gespannt. Das Lager der Union in Chancellorsville ist hervorragend geschützt. Ach Quatsch, ich war schon da eigentlich. Couch, 2. Korps verteidigt die Ostseite. Meads 5. Korps sichert die linke Flanke und auf der rechten ist das Loch. Sklokums 2 auf das. Hier war ich überall schon durch. Steht im Zentrum. Sigges 3. Drittes Korps deckt Sklokums linke. Er hat seine Brigaden um das Lager verteilt. Bis zu diesem Bereich. Howards 11. Korps befindet sich in der äußersten rechten Flanke und ist das Ziel unseres Flankenangriffs. Schlampige Verteidigung dieses Sektors wird Hooker schon bald teuer zu stehen kommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nie so stimmt, wie es gerade erzählt wird. Die Yankees erhalten über diese Straße noch immer Verstärkung. Es wäre also ratsam, uns nicht weitläufig aufzustellen, da sie uns jetzt schon überlegen sind. Ja, ich weiß. Das Problem ist, ich hatte doch so schön meine Truppen. General, mit der Aufteilung unserer Armee und dem Angriff an eine größere Streitmacht setzen wir alles auf eine Karte. Wir sollten vorsichtig sein, der Feind könnte sich dazu entschließen, unsere Stellung anzugreifen. Ich muss kurz speichern. So. Wir sind bereit, den Yankees in die Falle zu fallen. Okay, in die Flanke zu fallen. Ich muss aber Pause machen. Okay, also, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir denn hier? Ach Gott. Es ist ja wieder alles total. Naja. Ich muss erstmal hier meine Spezialtruppen rausziehen. Ihr geht hier so dahinter. Doppelte Reihe. Echt? Na gut, von mir aus. So, wie sieht es hier aus? Hier oben. Na, Lomax ist. Das ist alles nicht so richtig. Hier machen wir den Kommandoposten hin. Ames kommt hier hin und Sally, ja, kriegt auch noch hier eine Artie-Stellung. So und ja. Ne, und euch stelle ich einfach mal hier vernünftig mit dazu. Und dann wird es gut sein. Und ganz hier draußen. Katzor hat ein bisschen gelitten. So, und ihr. Ja, erstmal die holen wir uns erstmal hier ein bisschen. Also Stonewall Jackson soll hier die Flanke überfallen. Naja, ich schicke erstmal die Kavallerie ganz hoch. Müssen wir das erstmal ein bisschen aussortieren. Dann hier Davis geht hier nach oben. Ransom. Und dann habe ich hier noch eine Kavallerie gerade gesehen. Ach nee, das war der Herr Jackson selber. So, hier unten ist eigentlich erstmal alles tippitoppi. So, jetzt schauen wir erstmal. Ich werde mich erstmal hier in die Wälder verkrümeln und dann werden wir weiter gucken. Erstmal alle in die Wälder, Freunde. Wir wollen erstmal kein weiteres aufsehen. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen uns rein schleichen, denke ich. Ist halt wenig, was ich hier so an Truppen habe. Haha. Du gehst immer darüber und dann hier noch eine Arti dazu. Die Versorgung mit am Nehmen und dann wird es gut sein. So, hier unten, wie sieht es denn hier aus? Hier kommen jetzt welche.
Hier kommen welche. Ja, genau. Die Adi dreht schon mal ein. Hier kommen jetzt überall welche. Das ist Kavallerie. Das ist eine Artie. Mit dem machen wir hier noch eine Reihe. So. Jetzt sieht es doch schon erstmal soweit ganz gut aus. Hier gehen wir mal ein bisschen scouten. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen vorrutschen. Und dann gucken wir mal. Es ist halt so ein ganz schön viele Menschen so. Das sind ganz schön viele Leute, die hier so durch die Gegend laufen. Und wie sieht es hier hinten aus? Na, hier marodieren ja übelst die Leute, die Kavallerie hinter uns rum. Hier. Ziehen wir mal eins ab. So. So, jetzt ist Pause. Es ist halt immer ein bisschen. Ach, die haben hier auch genauso meine Flanke umgangen, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Und ich finde die Feinde nee. So. Wir müssen aber jetzt trotzdem, wir dürfen jetzt nicht hier nachlässig werden. Wir müssen jetzt erstmal Stück für Stück uns rantasten. Dann schauen wir mal. Ellen vor. So. Das ist echt krass, dass die hier so rumlaufen dürfen. Das finde ich halt schwierig. Da ist noch ein ganzes Rudel Scharmützler. Wir müssen hier unten auf die Flanke. Wenn es nicht schon zu spät ist. So, wo sind sie? Wo sind sie? Ich muss jetzt mal für Entlastung sorgen. Vorwärts, Freunde. Nicht stehen bleiben.
Los geht's. Los, Barry, mach sie nieder. Nahkampf. Nehmt sie an der Spitze. So, jetzt ist die Frage, wo sind sie? Ich glaube, ich werde jetzt mal noch in die rüber gehen. Pause, ich mach kurz Pause. Das ist mir jetzt. Ich will sie halt alle hier erstmal einzeln klicken. Und da ist es mir jetzt einfach erstmal so ein bisschen wichtig, dass wir dort keine Zeit verlieren. Der Wald ist meiner. So, Shayla geht mal hier oben lang. Avery, Chapel, bla bla bla. So, ihr hier hin. Gib ihm. So. Barry zurück. Die Rückraumsicherung obliegt nur euch. Schon wieder ganz schön Verluste, würde ich behaupten. Ansonsten die Linie an sich stehen ganz gut. Los! Komm, Barry, jetzt! Jetzt! Jetzt haut er die weg! Und wieder zurück. Ach, drauf geschissen. Jetzt kommen Freunde. Wir müssen jetzt erstmal einfach alles reinschmeißen hier. Ich hoffe, das hat jetzt keine Probleme gegeben. Ich habe gerade mal rausgetappt. Ahahaha, super gemacht. Ja, hier haben sie relativ viel Zeug jetzt mittlerweile. So, Scout, Scout, Scout. Ist übel weit, es ist übel weit. Bring ran das Zeug. Hier ist gar niemand. Fährt. Ach, na klar, und eine Adi. Natürlich haben wir da hinten noch eine Adi, ist klar.
So, Freunde, wir müssen jetzt hier hin. Und zwar so rum. Okay, also nochmal anders. Da kommt ganz schön viel, also müssen wir so ran. Guck mal hier hinten. Freunde, Rückraumsicherung bitte. Angriffslinie bilden und wenn die Kavallerie kommt, niederknüppeln. So, hier rüber. Ja, die Linie ist schon ganz schön unter Druck hier. Boah, die brauchen aber auch ewig und 3 Jahre, bis die mal ankommen hier. Was habe ich denn hier oben für einen blauen Punkt? Oh shit. Kommen jetzt echt im Nahkampf hier angeprügelt. Ja, ja, der hat zu viel Angst, der greift eh nicht an. Alter. Jetzt müssen wir uns mal hier diese komischen Scharmützler vornehmen. Rennen schneller als ich auf meinen Pferden, na klar. Na logisch. So, du gehst mir damit helfen. Das lässt sich jetzt nie vermeiden und dann müssen wir mal hoffen hier, dass wir jetzt hier 37. Hier haben wir gar nicht so viel Zeit. Hier müssen wir jetzt einfach direkt drauf in den rein in den Aal. So, Freunde, und dann werden wir die hier direkt rausräumen.
Hier hängen echt noch Leute hinten rum. Ach, das ist doch scheiße, Freunde. Fahrt doch mal. Wie sieht's aus? Sollen wir die hier mal schön wegpushen? Diskutiere ich jetzt gar nicht lange, jetzt machen wir auch gar lange, nicht lange rum hier. So, und was ist mit euch? Die schicke ich mal hier rüber. Wobei, die könnten mal hier mit aushelfen. So, sieht doch gut aus. Sehr gut. Hier hin. Wir müssen es noch einnehmen hier. Unentschieden machen wir nicht. Ich will das hier schon gewinnen. Ich habe Sedlai. Ich halt noch ein paar Leute, aber wir wollen das hier schon erobern. So, der Süden steht gut. Das halten wir hier, das ist okay. Ja, wir haben keine Munition mehr, das ist okay, aber ansonsten... So, jetzt erobern wir das noch hier. Gehst mal dort noch mit rein.
Uiuiui. Ja, so easy peasy, wie sie es mir versprochen haben, war es jetzt nicht. Also das muss ich auch mal festhalten. So entspannt war es jetzt nicht, wie sie mir das hier ursprünglich mal geplant hatten. Nochmal mit die Kanonen rein. So, jetzt müssen wir das umkämpft, müssen wir noch auf die Krette kriegen und dann haben wir es. Komm, Freunde, noch ein bisschen halten. Minuten. Ja, jetzt kommen. Oh, hier unten ist natürlich... Hier büßen wir jetzt übel ein. Die haben echt ein bisschen mehr Leute als wir. Uiuiui, ja, diese Großschlachten. So, Sieg! Freunde, wir haben gewonnen. Okay. Haben übel auf den Frack gekriegt. Alles gehalten, unentschieden. Okay. Oh, hier, dann, Katzer hat... Die haben gewütet, da kann sie nichts sagen. Barry. Selbst der Barry hat richtig weggeräumt hier. Ja, Offiziere, ja, sind ein paar verstorben. Der Scott Davis ist verstorben, das ist ärgerlich. So, Harper's Ferry haben wir gebrochen. Ansonsten relativ wenig. Relativ wenig Beute. Naja, gut, egal. Auf jeden Fall Sieg. Huiuiuiui, Chancellorsville haben wir eingenommen. Das ist unsere Stadt. Was? Ich dachte, ich kann jetzt mal auffüllen, aber kann ich gar nicht. Okay, es folgt die Schlacht bei der Salem-Kirche. Ich habe mich zu früh gefreut. Na gut, ich sage es mal vielen Dank fürs Zugucken. Und dann schauen wir mal, ob wir die Schlacht auch noch hinkriegen. Und ich habe übelst Truppen verheizt. Ei, das rächt sich. Das rächt sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.